Hallo, ich habe meine Glossy Box für den Monat September bekommen. Und zwar, ich habe schon in die Preview reingeschaut. Das Thema ist Wanderlust. Und als ich die Box aus der Umverpackung rausgeholt habe, kam mir auch schon die passende Farbe entgegen. Die Glossy Box in einem schönen Waldgrün. Die Farbe gefällt mir, die ist auch sehr ungewöhnlich für die Glossy Box. Und ja, dann schauen wir einfach mal rein. Das erste Produkt ist eine Mascara. MAC nennt sie sich, kenne ich nicht, aber das ist von der Firma Avon. Und ich habe noch nie etwas von der Firma Avon probiert. Umso mehr freue ich mich, dass sie hier dabei ist. So sieht sie aus. Öffnen möchte ich sie jetzt nicht, weil sie ja sonst schnell schlecht werden und ich habe noch einige Mascaren aufzubrauchen. Deswegen zeige ich euch nur das Bürstchen. Mal gucken, wo das ist. Da, genau. Hier von dem Flyer, der da dabei war in der Box. Ja, das Bürstchen gefällt mir ganz gut. Ja, und die werde ich auf jeden Fall sehr gerne austesten. Das nächste Produkt ist von Benefit. Ich habe mich bis jetzt immer sehr über Benefit-Produkte in der Glossybox gefreut, weil ich die Firma sehr mag, was das Packaging betrifft. Also sie hat immer sehr, sehr schöne Sachen. Ja, das ist ein Go-Go-Tint. Das ist eine Probiergröße, also kein Full-Size. Und zwar ist das eine Lippen- und eine Wangenfarbe. Man trägt die Farbe mit einem Pinsel auf. Bloß die Farbe gefällt mir nicht so, beziehungsweise die passt nicht zu mir. Das ist ein richtiges, kräftiges Pink, würde ich sagen. Und für meine Lippen ist das überhaupt nichts. Aber wenn man das so ein bisschen verwischt, kann ich mir das sehr, sehr gut auf den Wangen vorstellen. Das ist halt so ein schönes Rosa und für den Winter benutze ich eigentlich nur rosa Blushes und von daher freue ich mich sehr darüber, auch wenn es nur eine Probiergröße ist. Dann habe ich hier in der Box bekommen ein Hyaluronwasser von Nutraskin mit antibakteriellen Silberpartikeln in einem Pumpspray-Spender. So sieht das gute Stück aus. Das ist auch eine kleine Größe, 10 Milliliter, aber sehr gut geeignet für die Handtasche. Das ist auch so ein Glasflakon mit einem, ja, einem Sprühkopf und es riecht nach gar nichts. Man soll es auf, ja, einfach zwischendurch aufs Gesicht und auf den Hals und auf Dekolleté sprühen. Und ja, Hyaluron ist einfach der Feuchtigkeitsbooster. Und von daher finde ich das eigentlich eine schöne Idee. Für den Sommer wäre es optimal gewesen, so als Erfrischung zwischendurch. Für den Winter, vielleicht kann man das als Fixierspray benutzen, keine Ahnung, aber trotzdem freue ich mich sehr über das Produkt. Das nächste Produkt ist von Kalusan Cremeschaum Vinum bei müden und schweren Beinen mit Weinlauch und Rosskastanie. Und ja, solche Produkte kenne ich aus der Apotheke. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, aber solche Produkte kann ich sehr gut im Sommer gebrauchen. Im Sommer, wo es doch draußen so warm ist und wenn ich lange auf den Beinen bin, dann bekomme ich wirklich am Abend schwere und müde Beine und da tut sowas sehr gut, weil die Beine erfrischt werden. Also man bekommt da einen richtig kühlen Effekt. Im Winter kann ich das eher nicht gebrauchen, aber ja, vielleicht kann ich das bis zum nächsten Jahr aufbewahren. Dann ein Produkt, das ist von Bang Beauty. Das ist ein Cream Color. Das kann man vergleichen mit den Color Tattoos.
für die Lidschatten, als Lidschattenbase und so weiter. Kommt in so einem Glastiegel mit Schraubverschluss und dann hat man oben die Farbe. Ich finde die Farbe wirklich sehr schön. Das ist so ein, wie nennt man diese Farbe? Ich komme nicht auf den Namen. Rost nicht. Wenn mir der Name einfällt, blende ich jetzt hier irgendwo ein. Auf jeden Fall ist es wirklich eine sehr schöne Herbstfarbe. Und ich finde es an sich sehr schön, dass so etwas in der Box ist, aber werde ich es verschenken. Das letzte Produkt, das ist von Rituals und das ist das beste Produkt aus der Box, neben der Mascara, weil ich Rituals einfach total gerne mag. Die Düfte sind unglaublich schön und ich kann mich nie satt riechen an diesen Produkten. Das ist jetzt hier ein Body Oil, ein Körperöl und es riecht unglaublich, unglaublich schön. Oh, boah, sehr schön. Das ist The Ritual Oil Ayurveda. Ja, aus der Reihe. Ich finde eigentlich alle Duftrichtungen von Rituals wunderschön und deswegen freue ich mich auf diese kleine Probegröße und Rituals Produkte sind ja auch sehr, sehr ergiebig. Ich denke mal, dieses kleine Fläschchen wird ja für ein paar Anwendungen ausreichen. Das war die Wanderlust Box aus dem Monat September und ich fand die Produkte im Großen und Ganzen, die Produktauswahl sehr schön. Trotzdem, ich habe die Glossy Box deabonniert und bekomme meine letzte im Oktober. Und ich bin gespannt, was in der finalen Box sein wird. Den Gesamtpreis dieser Box werde ich hier einblenden. Und ich denke, die Box hat sich wohl gelohnt. Okay, das war's. Bis dann. Tschüss.